Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es auch wieder um ein Fashion-Thema, auch wenn das erstmal vielleicht nicht so wirken mag. Und zwar möchte ich in diesem neuen Format ganz gerne Shops regelmäßig unter die Lupe nehmen, die vielleicht gerade trenden, die sehr gehypt werden, die für mich neu sind, wo ich einfach mal wieder shoppen möchte, um zu schauen, wie sind die, was bieten die an, wie ist die Qualität, wie sind die Größen, Versand, Rückversand etc. pp. Also da auch schon mal für euch direkt der Aufruf an der Stelle. Ihr dürft super gerne Vorschläge machen für Shops, die wir in Zukunft testen. Und solltet natürlich ein Abo dalassen, damit ihr das nicht verpasst in Zukunft. Und heute, deswegen habt ihr ja auch reingeklickt, schauen wir uns Shop Cider an. Ich weiß nicht, ob ihr persönlich den Shop kennt. Ich persönlich kenne ihn nur von Instagram tatsächlich. Und zwar nicht von irgendwelchen anderen Influencer-KollegInnen, sondern von der Werbung. Also ganz klassisch, wenn man in der Story irgendwie rumschaut und dann zwischen den Stories Werbung angezeigt bekommt. Und da ist mir Shop Cider wirklich jetzt schon, ich würde behaupten, roundabout irgendwann seit letztem Jahr eigentlich aufgefallen. Also okay, du musst unbedingt mal dort bestellen und das mal austesten. Denn neue Shops, vor allem wenn die Klamotten so unfassbar gut aussehen, denke ich mir so, oh well, lass uns mal reinschauen, was geht denn da ab so, ja? Und dann habe ich mir den Shop natürlich etwas genauer angeschaut und bin reingehüpft. Und das Erste, was ich gesehen habe, was mich natürlich persönlich gefreut hat, ist kostenloser Versand ab 39,99 €. Finde ich natürlich immer schön auf jeden Fall, wenn man nicht extra noch Versandkosten zahlen muss. Es hat mich angesprochen. Sind wir Butter bei den Fische, sind wir ganz ehrlich, es hat mich wirklich sofort gecatcht. Ich finde, die Sachen sehen toll aus. Es ist stylisch, es ist trendy, es sind coole Schnitte, es sind tolle Farben, es sind super Prints dabei. Und es gibt auch eine große Größenkollektion, also Curve und Plus Size. Das heißt, für alle, die da eventuell auf der Suche waren nach einem neuen Shop, vielleicht ist das am Ende des Videos was für euch. By the way, das Video ist nicht gesponsert von Shop Cider. Das mache ich einfach nur von mir für euch, mit meinem eigenen hart erarbeiteten Geld. So, und kostenloser Werbung für den Shop. You're welcome. Gucken wir uns doch mal die Versandbedingungen an, denn auch das ist natürlich etwas, das durchaus relevant sein kann. Es heißt hier erstmal 4 bis 6 Werktage, finde ich vollkommen in Ordnung. Pauschalgebühr 4,99 €, abgesehen natürlich von dem Standardversand über 39,99 €, vollkommen fair enough. Einfuhrzölle und oder Steuern müssen vom Kunden bezahlt werden und richten sich nach den örtlichen Zollbestimmungen. Aha, und da fängt man natürlich so ein bisschen das Schwitzen an, weil man dann nicht richtig weiß, was passiert. Denn sie sagen ganz klar, es wird alles unverzollt und unversteuert ausgeliefert. Und das ist schon so ein bisschen Risiko-Fisiko. Da muss man einfach gucken, funktioniert das nicht. Kommen wir gleich noch zu. Und Shop Cider sagt ganz klar, es gibt eine Rücksendegebühr von 3,50 € pro Paket. Und sie stellen einen dann vorab bezahlten QR-Code für die Rücksendung zur Verfügung. Und eine zweite Rücksendung würde halt nochmal Kosten verursachen. Was auch logisch ist. Auf jeden Fall klingt es erstmal easy, wie es am Ende sein wird. Spoiler Alert, werde ich euch in diesem Video nicht ganz sagen können, weil ich das Video ganz gerne rausbringen möchte. Ihr könnt mir super gerne auf Instagram folgen, denn da kann ich das Thema Rückversand an Shop Cider gerne nochmal aufgreifen und euch da auf dem Laufenden halten. Beziehungsweise, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, findet ihr einen angepinnten Kommentar unter diesem Video, wie das mit dem Rückversand gelaufen ist. Und sollte ich es vergessen haben, schreibt mir einfach eine DM auf Insta. Okay, Leute, meine Bestellung von Shop Cider ist jetzt angekommen inzwischen. Und zwar diese Woche am Dienstag. Und bestellt habe ich, Moment, ich gucke nochmal nach. Am 8. April habe ich bestellt und 8 Tage später war das Paket da. Wenn man jetzt den 8. mitzählt, wären es 9, also ein bisschen mehr als eine Woche. Leute, das finde ich persönlich schon eigentlich ganz in Ordnung. Bevor wir in die Outfits reinhüpfen, ich nochmal mit einem Update zur Lieferung. Ich habe direkt am nächsten Tag die Versandbestätigung bekommen nach meiner Bestellung. Das ging also super flott. Und ich habe in der Zwischenzeit eine Benachrichtigung bekommen, dass sich mein Versand verzögert, weil der Zoll meine Sachen überprüft. Ich bin ein bisschen nervös geworden, sage ich euch ganz ehrlich. Und jetzt, wo ich das Video hier natürlich dann schon fertig gemacht habe, kann ich euch beruhigen, ich musste keinen Zoll bezahlen. Rein geht's ins Auspacken und Anprobieren der Klamotten. Paket ist leider ein bisschen nass geworden, als es geliefert wurde. Aber hier drin ist alles soweit trocken und wir haben ganz normale diese
Plastikbags mit diesen Zips. Ich finde das an für sich total gut, weil ja, das ist halt immer schön wasserdicht, wieder verschließbar. Das heißt, wenn mal ein Paket nass wird, passiert halt den Teilen auch nichts. Also wir werden gleich direkt schon mal über den Ersteindruck sprechen. Ich packe erstmal alles aus und das erste Teil ist dieser geile Cardigan hier. Wir haben jetzt alle Outfits hier einmal hängen und ich muss sagen, so der Ersteindruck, es fühlt sich alles sehr, sehr gut an, sehr weich. Es riecht auch nichts unangenehm irgendwie. Also es riecht halt so, wie neue Kleidung halt riecht, aber nicht so, dass man das auspackt und sich denkt so, ich werde von Chemikalien erschlagen, brauche erstmal eine Gasmaske, ne? Ich werfe mich in den ersten Look und würde sagen, wir sehen uns gleich mit dem ersten Outfit. Ich bin sehr gespannt, wie es passt. Jetzt kommen wir aber mal zum richtig spannenden Part und dem ersten Outfit. Ich habe ja schon eingangs ein bisschen erzählt, also vieles davon hat mich wirklich so richtig gecatcht. Und da war diese Kombination aus dieser blauen, weiten Hose und diesem Oberteil, das so ein bisschen aussieht wie eine Corsage, aber keine ist. Also das habe ich schon auf den Bildern gesehen. Und wir fangen mal beim Positiven an. Ich finde die Farben schön. Mir persönlich gefällt auch der Print ganz gut. Der ist sicherlich Geschmackssache. Und was ich auch besonders schön finde, ist, dass auch bei diesen Prints halt man passende Accessoires dazu bekommt. Also wie zum Beispiel halt diese Haarschleife zum Reinklipsen einfach. Und es gab auch, glaube ich, noch ein paar mehr andere Accessoires, habe ich gesehen. Das finde ich eigentlich ganz süß gemacht, weil das dann so ein richtig stimmiger Look einfach wird. Das Body-Oberteil hat mich ein bisschen enttäuscht. Zum einen ist der Body auf jeden Fall so ein bisschen kleiner von der Größe her. Ich habe jetzt hier eine XL und der sitzt schon sehr spack, also da vielleicht so ein bisschen die Einordnung. Eine XL passt mir da an der Stelle nicht. Man müsste natürlich jetzt vergleichen, wie der eine Nummer größer sitzen würde. Aber der sitzt auf jeden Fall sehr, sehr eng und auch grundsätzlich gefällt mir die Qualität nicht ganz so gut. Ich finde, der ist so ein bisschen durchsichtig und so richtig schön sieht der, also fühlt der sich nicht an. Vielleicht sieht er in der Kamera wesentlich besser aus, was halt oft der Fall ist natürlich, als er sich in Real Life so anfühlt, aber der ist für mich persönlich auf jeden Fall eher durchgefallen. Die Hose hingegen finde ich super. Das erinnert mich sofort an meine Halara-Hosen. Die sitzt unfassbar bequem. Ist ein sehr, sehr weicher, luftiger Stoff. Die fällt tendenziell, würde ich sagen, eher ein bisschen größer aus. Also das hier hätte ich ruhig eine Nummer kleiner nehmen können. Aber die fällt toll, die sitzt gut, die trägt sich angenehm. Also Pluspunkte auf jeden Fall für die Hose. Und für die Farben und auch so dieses Matchy-Matchy, das sieht man ja in dem Shop sehr, sehr krass. Also man kann sich halt so ein Outfit so richtig aufbauen mit den exakt passenden Teilen und Farben. Und das, finde ich, gibt auf jeden Fall dem Ganzen einen ganz deutlichen Pluspunkt. Aber hüpfen wir mal rein ins nächste Outfit. Der nächste Look, den habe ich auch sehr häufig gesehen und ich war so, okay, das finde ich sehr spannend von der Konstellation, deswegen will ich es unbedingt ausprobieren. Und zwar ist das dieses gerippte, sehr, sehr enge Bodycon-Kleid. Das erinnert so ein bisschen an den Look von Skims, würde ich sagen, ist aber von der Qualität her natürlich ein sehr dünnes Stöffchen, was nicht heißt, dass er schlecht ist. Also der Stoff auch selber fühlt sich gut an, ich finde die Länge toll, ich finde das mit dem Gerafften total schön, ich mag auch, dass es so hochgeschlossen ist. Es wirkt insgesamt auf jeden Fall sehr schick, muss man sagen. Ist allerdings natürlich auch für so eine kurvige Figur mit so ein bisschen Röllchen, mit so ein bisschen Zellulite immer so ein bisschen tricky, weil man das halt sehr, sehr gut darunter sieht. Das muss einem bewusst sein oder man muss halt entsprechend Shapewear darunter tragen, was ich heute wiederum nicht tue, damit ihr genau seht, wie sitzt das tatsächlich auf der Figur und was liefert der Stoff. Und der liefert natürlich an der Stelle genau an dem Problemzündchen ein bisschen zu wenig, weil er halt sehr, sehr dünn ist. Dann dazu dieses Oberteil-Strickding da drüber. Ich muss sagen, insgesamt hat mich der Look schon überrascht. Ich war ja wirklich sehr skeptisch, als ich den in den Warenkorb geworfen habe. Aber er sieht schon ganz cool aus. Also das hat schon so ein bisschen so einen edgy Style. Das Oberteil finde ich auch ganz cool. Ich kann mir das auch auf andere Sachen sehr gut vorstellen. Ist natürlich jetzt auch hier eher so ein bisschen Ton in Ton. Man kann das natürlich auch eher als Kontrastteil irgendwie mit Weiß drunter anziehen. Also ich finde es nicht so verkehrt. Da bin ich mir noch so ein bisschen, ob es so hundertprozentig meins ist, I don't know, Leute. Das heißt, an der Stelle
mal an euch die Rückfrage. Zum einen, habt ihr schon mal bei Shopsider geshoppt? Dann schreibt es in die Kommentare. Und wie gefällt es euch bisher? Plus die Question an euch, welchen Shop sollen wir uns hier als nächstes anschauen? Da also gerne mal kurz pausieren und in die Kommentare hauen. Und jetzt hüpfen wir in den nächsten Look. Mir ist besonders auch bei Shopsider aufgefallen, dass die Outfits oft sehr, sehr classy sind. Also eher so ein bisschen dieses sophisticated, so elegant, so ein bisschen preppy Style. Das hat mich ja schon auch sehr angesprochen. Deswegen wollte ich da auch unbedingt ganz gerne bestellen, um es auszutesten. Und natürlich sieht man zurzeit halt eher so diese weiten Art Anzughosen, ne, mit diesen Buntfalten und Geschichten. Also musste ich einfach ausprobieren. Und die Hose hier, diese braune Hose, ist vom Stoff her ganz, ganz anders wie die erste. Die erste ist eher auch so durch dieses Gerippte so ein bisschen so wie Jogger-gemütlich-Style. Und das hier fühlt sich eher so ein bisschen fester vom Material her an, ist ein bisschen stabiler, fällt dadurch natürlich auch besser. Wenn man die jetzt gewaschen und gebügelt hat, sieht die bestimmt richtig super aus, Leute. Und auch hier muss ich sagen, Größe sehr gut. Also die sogar mini-Ticken vielleicht sogar zu eng, aber das kommt immer darauf an, was man gerade am Tag davor gegessen hat, sage ich euch auch, wie es ist, ja. Und muss ganz ehrlich sagen, die sitzt sehr gut, fühlt sich gut an, gefällt mir auf jeden Fall. Und dann dazu der Body. Ja, also da war ich auch so ein bisschen so, okay, wie rum gehört es nochmal? Es ist so ein Off-Shoulder-Body. Da ist auf jeden Fall deutlich mehr Platz drin. Der ist auch vom Stoff her eher so ein kompletter Stretchy-Stoff, so ein komplettes Elastan-Ding, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und der sitzt natürlich echt schön, muss man sagen. Man muss dieses überkreuzte, gefaltete, das muss man mögen. Ist auch mal so ein bisschen die Frage, wie praktisch ist das natürlich im Alltag, weil dann wird man immer mal wieder ein bisschen alles zurechtzubbeln müssen. Wenn einen das halt nicht groß stört, finde ich den ehrlich gesagt ziemlich schick. Insgesamt war ich von dem Look wirklich positiv überrascht und finde den auch so von der Konstellation her echt ganz nice. Ich habe dann ja diesen geilen roten Cardigan noch gefunden. Der ist natürlich jetzt kompletter Stilbruch eigentlich auf das Outfit. Das Outfit sieht super elegant aus, da müsste man eigentlich eher einen Blazer drauf anziehen. Aber ich finde den Cardigan halt wirklich super schön. Auch genau der, den ich hier trage, da kommen wir gleich noch zu, aber auch der rote, die sind so kuschelig weich. Also ganz, ganz tolle Qualität. Die Cardigans gefallen mir vom Tragegefühl mit am besten, muss ich sagen, und auch vom Design her. Ich finde, das Rot ist schön, die Blümchen sind schön, also es sieht wirklich toll aus und gibt so direkt Frühlings-Vibes. Also wenn man auf der Suche nach solchen Teilen ist, werdet ihr bei Shopsider auf jeden Fall extrem viel finden. Gibt es in Tonnen an Farben, Leute, da könnt ihr euch richtig austoben. Ja, und weil wir ja so richtig in Frühlingslaune sind, musste ich auch dieses Frühlingsstrickkleid damit reinwerfen. Auch das wurde mir sehr penetrant in der Werbung angezeigt und gibt es auch in mehreren Farben. Ich habe mich aber für klassisch rosa entschieden. Das ist halt so richtig mein Beuteschema, wobei ich das Grün auch nicht schlecht fand. Aber ich muss sagen, das da hat mich sehr geflasht. Also das, würde ich behaupten, ist mein Favorit neben den Cardigans aus diesem Haul. Ich finde die Passform toll, die Qualität ist schön, es trägt sich angenehm, das Design ist schön. Also gefällt mir alles an dem Kleid und auch hier ist halt so ein bisschen durch diesen etwas dickeren Strick schmiegt sich das ein bisschen schöner an die Figur einfach, muss man sagen. Und I like it. Und dazu halt dieser Blümchen-Cardigan, so nochmal als kleiner, ja, Hingucker on top, also dass man so richtig so Flower Power all over ist, gefällt mir sehr. Der hat ja jetzt eher so ein bisschen buntere Blümchen, aber ich finde ihn richtig cool, Leute. Also so für die Frühlingssaison, das ist schon ein Outfit, das ich da sehr, sehr fühlen würde. Ich bin sehr gespannt, wie euer Feedback ausfällt. Zum Thema Rückversand, das habe ich euch ja auch am Anfang schon gesagt, werde ich euch nochmal auf Instagram auf dem Laufenden halten und vielleicht auch im Vlog nochmal ein Update geben. Da könnt ihr auf jeden Fall ganz gerne mich dran erinnern, falls ich es vergessen sollte und ihr nichts mitbekommt, dann poste ich das auch gerne nochmal. Aber ich bin jetzt gespannt, weil ich werde sicher nicht alles davon behalten und bin gespannt, was ihr behalten würdet und wie ihr es findet. Also wie ist euer Eindruck und habt ihr natürlich eine Erfahrung? Das gern unten in die Kommentare. Däumchen nach oben nicht vergessen. Kommentar nicht vergessen, was ich als nächstes testen soll. Und dementsprechend natürlich auch ein Abo dalassen, damit ihr das nicht verpasst. Lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.